Wir Lebewesen sind alles Elefanten. Unsere Tiere sind Elefanten und auch wir Menschen, wir sind Elefanten. Warum sage ich das oder was bedeutet das für dich? Ich möchte es dir gerne erklären in dieser Folge. Was bedeutet es, ein Elefant zu sein? Und ich meine das absolut nicht despektierlich, sondern ich meine das, weil wir wissen, wie Elefanten ticken. Und ich habe gestern eine wunderschöne Dokumentation gesehen über Elefanten in Afrika, in Kenia. Und dort ist das Thema im Moment oder schon länger, dass es immer mehr Dörfer gibt natürlich, immer mehr Menschen, die sich ansiedeln in den Zonen, wo Elefanten leben. Und Elefanten, und das hat man über Jahrzehnte jetzt gemessen, die gehen immer ihre Wege. Also die Herden, die leben ja in Herden und die laufen durch die Savanne immer miteinander die gleichen Wege zu den Wasserlöchern, dann zum Wasserloch so, zum Wasserloch 2, 3, 5. Und die machen das immer in diesen Korridoren. Also die laufen in gewissen Korridoren. Und Menschen haben sich zum Teil in diesen Korridoren angesiedelt. Also die Maasai zum Beispiel, die haben ja ihre Dörfer, die machen die so in einem Kreis rund, haben die ihre Dörfer, diese Lehmhütten haben sie so angesiedelt. Ab und zu genau in diesen Korridoren, wo diese Elefanten durchlaufen. Und wir wissen ja, diese Maasai beispielsweise, die haben ganz viele Ziegen und Kühe und Rinder und die Rinder, die haben sie ja auch meistens in diesen Häusern oder einfach auch schön geschützt. Und das Problem ist, wenn jetzt diese Elefantenherde kommt und die da durchläuft, dann die vertreiben natürlich ihre Tiere und die trampeln alles nieder, ist ja klar. Auch wenn sie ihre Felder da haben, die bauen ja Mais an oder Getreide. Und wenn dieses Getreidefeld und dieses Maisfeld genau in diesem Korridor liegt, dann gehen die Elefanten da drüber. Und wenn eine Elefantenherde über dein Feld geht, dann ist nichts mehr übrig danach. Das ist einfach umgestampft, da ist alles kaputt. Und das ist den Elefanten egal, weil sie waren immer schon da, sie sind immer schon da durchgelaufen. Und damit meine ich eben dieses Elefantending. Elefanten haben ihre Struktur. Die wissen, jetzt gehen wir dorthin und wir laufen da durch. Und es ist egal, was da dazwischen ist, wir laufen da durch. Und jetzt geht es darum zu wissen, wo laufen die durch und dass man nicht genau da ein Dorf anmacht und da ein Feld anbaut und da die Tiere hält, wo eben dieser Korridor ist, dieser Elefanten. Und es gibt Karten, da siehst du wirklich, das ist so, wenn wir jetzt eine rote Linie machen, für jeden Elefant, der über die letzten Jahrzehnte durch ein gewisses Gebiet gelaufen ist, dann siehst du wirklich, da ist es tiefrot, weil da alle Elefanten immer wieder durchlaufen. Also man sieht diese Korridore auf der Karte ganz genau und man sieht auch, wo sie nicht so durchlaufen. Also man könnte auch dort sich ansiedeln. Und Menschen haben das Gefühl, wir Menschen, wir können jetzt mal das Dorf da hinstellen und unsere Felder und den Elefanten sagen, ihr müsst jetzt rundherum gehen. Und das macht für den Elefanten keinen Sinn. Weil er war immer schon da, er ist immer schon da durchgelaufen, das ist der schnellste Weg. So sagt es mein Ahne, so sagt es mein Führer, wir gehen da durch. Und warum sind wir Elefanten? Weil wir genauso funktionieren. Unser Körper und auch der unserer Tiere funktioniert genau so. Was wir immer schon gemacht haben, das machen wir weiterhin. Auch wenn sich irgendwas in den Weg stellt. Und wenn wir das jetzt umdrehen auf die Gesundheit, dann ist das ganz häufig unser Problem, gesund zu werden. Und ich spreche dich jetzt als Mensch an. Ich bin sicher, du hast gewisse Angewohnheiten, die für dich nicht unbedingt oder die dir nicht wahnsinnig dienlich sind. Weiß nicht, Süßigkeiten essen, zu wenig Sport, also vor Netflix sitzen. Ungesundes Essen grundsätzlich, Alkohol trinken, rauchen, zu lange auf sein am Abend, nicht zeitig ins Bett gehen, zu wenig Schlaf, zu wenig frische Luft, zu viel sitzen, zu viel negative Gedanken, zu viele Gedanken über andere Dinge, nicht über dich selbst, zu viele
Dinge, die dich immer wieder aufregen, Menschen, die dir nicht gut tun, die du nicht loslassen möchtest. Es gibt so viele Beispiele, so viele. Den Keller, den du nicht ausmistest, obwohl er dich jeden Tag nervt. Die Wühlschublade, die fast überquillt, aber du da irgendwie nie ausmistest, etc. Es gibt so viele Dinge, die wir haben, die uns immer wieder stören, aber wir ändern es nicht, weil wir Elefanten sind. Und wir wissen, wie wichtig und wie schwierig das für uns ist. Und genauso ist es für unsere Tiere auch. Wir existieren in Mustern. Wir sind in dieser 3D-Welt hier auf dieser Erde, sind wir in Mustern gefangen. Und die etablieren wir über Jahrzehnte, über Tage, Wochen, Monate, Jahre, integrieren wir diese Muster. Und dann kommen Tierhalter zu uns mit Tieren, die eben in solchen Mustern funktionieren und möchten, dass wir das jetzt ändern. Und das funktioniert nur, wenn dieses Muster an der Wurzel gepackt wird und dem Körper eine Information gegeben wird, die irgendwie, auf irgendeine Weise sinnvoller ist als das, was er bisher gemacht hat. Das bedeutet, wenn wir in Elefantenherden sprechen, müsste man ja quasi, um diesen Elefanten jetzt einen anderen Weg anzubieten, auch den Sinn dieses Weges anbieten. Nämlich, dass zum Beispiel wir eine neue Wasserstelle finden, an einem völlig anderen Ort, wo sie eben gerade da durchlaufen würden, zu dieser neuen Wasserstelle, weil es dann Sinn macht, die ist schöner, da hat es Schatten, da hat es viele Bäume mit Blättern und Früchten und gutes Gras und dann ist es ja logisch für den Elefanten, dass ich nicht durch dieses Dorf da durchlaufe, sondern ich gehe dadurch zu dieser neuen Wasserstelle. Also es muss ja Sinn machen, ja. Und er muss es verstehen. Und genauso funktionieren wir Menschen, genauso funktionieren unsere Tiere. Wir können nicht einfach sagen, so, wir geben jetzt mal Antibiotika und Cortison und dann ist dieser ewige Durchfall, der immer wieder kommt, weg. Weil das System, abgesehen davon, auf Körperebene, Bakterienaufbau etc., lassen wir das mal weg. Aber das System Körper, dieses Muster, das immer wieder reagiert auf die gleichen Trigger, das ist immer noch aktiv. Und ich habe in einem Video, kannst du gerne schauen, wo ich über Hochsensibilität spreche, das schon mal angesprochen. Es geht darum, dass wir immer wieder reagieren auf gewisse Dinge. Und das ist ein Muster. Ich habe auch noch ein anderes Video, beispielsweise Angst vor dem Autofahren. Das ist ein Muster, das sich etabliert hat. Das ist ganz tief in unseren Zellen drin. Auto gleich Angst, Auto gleich schlimm, Auto gleich Übelkeit. Und so gibt es ganz viele Dinge. Beispielsweise Hunde-Aggressivität, Hundeaggressionen, auch da habe ich schon eine Folge darüber gemacht. Hundeaggression, es kommt ein Hund, bumm, Trigger an, ich reagiere jetzt mal. Das sind Muster und die Muster bedient unser System immer wieder, um diese Muster zu brechen. Und eben das Problem danach, Durchfall beispielsweise, danach erbrechen. Oder immer nachdem so ein Training war, beispielsweise in Agility oder wenn wir irgendwo zu Besuch waren, dann dreht das Tier danach durch. Das sind Muster. Und das sind unsere Elefantenmuster. Das ist der Elefant in unseren Tieren, das geht nicht einfach. Der geht diesen Weg, bis wir dem was Neues anbieten. Und dieses Neue muss danach natürlich auch immer angeboten werden, damit man immer diesen neuen Weg geht. Und du kannst dir vorstellen, dort, wo die Elefanten immer durchlaufen, das ist ein riesen breiter Trampelweg. Dort ist kein Baum mehr ganz, weil die laufen ja dadurch, da ist kein Busch mehr, das ist einfach eine Autobahn. Und dieser neue Weg, den sie vielleicht gehen müssen, da hat es viele Umwege, da hat es vielleicht einen Geröllhaufen und dann hat es noch einen Baum und da ist vielleicht noch ein Erdhaufen und Gestrüpp und so und das muss man da durch. Und genauso geht es unserem System auch. Wir müssen zuerst dieses neue, kleine, dieser Trampelpfad, dieser kleine, dichte Trampelpfad, den müssen wir zuerst mal gehen. Und deswegen braucht es Zeit und Geduld und es braucht die richtige Information. Und diese Information kriegt unser Tier nicht mit herkömmlichen Medikamenten, weil diese sagen ja nur, du darfst hier nicht durch. Unsere Schulmedizin ist ganz häufig wie dieses Dorf.
wir sagen, wir sind jetzt da und du darfst hier nicht durch. Also man schneidet quasi dem Körper den Weg ab, aber man bietet ihm keinen neuen an. Man sagt nur, hier geht's nicht weiter. Und unser Körper, der ist wie ein Elefant, sagt, das ist mir scheißegal. Entschuldigung, dieses Wort darf ich nicht sagen, habe ich aber jetzt gesagt, es ist mir sowas von egal, hier durchzugehen, weil ich kann das. Ich kann trotz Cortison, kann ich Juckreiz haben. Ich kann trotz gewissen antiemetischen Tabletten, kann ich jetzt trotzdem noch Übelkeit empfinden. Weil es ist mein System. Diese Information hat sich ja nicht geändert. Dieser Weg ist ja immer noch der gleiche. Ich will da durch. Und nun kommen wir mit der Homöopathie beispielsweise und wir geben dem Tier eine neue Information und sagen, hey, du kannst schon weiterhin dadurch, aber es macht doch Sinn, hier durchzugehen, zu dieser Wasserstelle, zu dieser neuen, wo das Wasser noch viel schöner ist, wo du viel schneller hinkommst, der Weg ist viel kürzer, es geht dir danach besser und es fühlt sich viel besser an und dort hat es sogar noch tolle Blätter, die du auch noch fressen kannst, etc. etc. Hab mehr Platz und sie trocknet nicht so schnell aus wie die andere. Und ihr müsst nicht so weit gehen. Das ist die neue Information. Und deswegen braucht der Körper eine neue Information. Er braucht einen neuen Sinn. Und wir müssen aufhören, einfach nur die Dörfer da reinzubauen, wie bei den Elefanten, sondern wir müssen uns überlegen, erstens mal, macht es Sinn, da noch mehr Stress aufzuladen, weil es ist Stress, wenn auf deinem Weg, den du immer gehst, plötzlich noch ein Dorf steht und du kommst da nicht mehr durch. Und dann kommen die Menschen und die vertreiben dich die ganze Zeit. Du probierst es wieder und die vertreiben dich und es ist ein Kampf und es ist ein Kampf und es ist ein Kampf und es ist Stress und das ganze System überbordet. Das will niemand. Auch in Afrika wollen sie das nicht. Und auch unser Körper will nicht immer kämpfen. Er kämpft gegen Antibiotika, Cortison, alle Impfungen etc. Er kämpft die ganze Zeit. Wir wollen nicht mehr kämpfen. Wir wollen nun einen anderen Weg. Wir wollen den Frieden. Wir wollen, dass alle nebeneinander leben können. Und das will auch unser Körper. Der sucht nicht den Kampf. Er muss kämpfen. Also suchen wir doch einen Weg, den gesund zu machen und bauen nicht mehr diese Dörfer rein. Sondern wir bieten einen anderen Weg an, wenn es schon gar nicht einen, der vielleicht besser sogar ist. Oder wir nehmen diese Dörfer mal aus diesem Korridor raus und gehen mal irgendwo hin, nehmen all das, was stört in diesem Korridor und nehmen das mal weg. All dieses zum Beispiel nicht dienliche Futter für unsere Tiere. Gegen das sie auch immer kämpfen. Wenn Futter beispielsweise diese Dörfer sind, dann nehmen wir doch mal das Futter weg, diese Dörfer aus diesem Korridor, damit wir nicht mehr immer kämpfen müssen dagegen, damit der Körper nicht mehr kämpfen muss dagegen. Und wir bieten ihm vielleicht sogar noch Hilfe an, dass wir beispielsweise noch an diesem Korridor entlang Bäume pflanzen, damit sie auf dem Weg sogar noch Futter haben. Und wir bieten zum Beispiel gutes Futter an. Dann müssen sie nicht mehr kämpfen und es geht ihnen sogar noch besser. So funktioniert unser Körper. Und ich hoffe, das macht für dich Sinn, ja, mit dieser Geschichte, weil es ist das Gleiche. Wir müssen aufhören zu kämpfen, wir müssen schauen, wie können wir in Frieden den Weg finden. In dieser Welt, mit der Natur, aber auch mit dem Körper, mit unserem Körper. Und manchmal hilft uns so ein Bild, um zu sehen, dass es eben möglich ist. Und das ist der Weg. Und es kann ein sehr schöner Weg sein. Weil stell dir mal vor, Mensch und Tier können nebeneinander leben, wenn sie einander verstehen. Und genauso darf unser Körper wieder lernen zu leben und zu verstehen. Und wir dürfen ihn verstehen. Und deswegen ist der Körper nichts anderes als ein. Er zeigt uns ja, was er möchte und was er nicht möchte. Auch der Tier, das spielt überhaupt keine Rolle. Und du merkst ja, ich spreche so viel über Mensch und Tier und das verbindet sich, weil das für mich keine Rolle spielt. Es ist genau dasselbe. Wir müssen es bei Tieren einfach ein bisschen besser noch beobachten, weil die nicht sprechen können in unserer Sprache. Deswegen gibt es hier noch dieses Hindernis. Aber grundsätzlich funktionieren tun wir ja alle gleich.
Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hast so ein bisschen verstanden, wie man es anschauen kann, weil ganz häufig ist es so schwierig, unser System, unser Muster, das wir vielleicht seit klein auf mit einfach diesem normalen schulmedizinischen Weg machen, den zu verändern. Und ich sehe das ganz häufig, wenn wir Tierhalter haben, die noch nie mit der ganzheitlichen Gesundheit zu tun hatten und die zu uns kommen und dann sind sie zuerst einmal überfordert mit dem System und wir geben deswegen ganz, ganz viel Wissen mit. Und wir versuchen wirklich zu zeigen, wie das funktioniert und warum gewisse Dinge eben hier anders laufen. Wichtig ist halt, dass die Offenheit da ist dafür, sonst geht es nicht. Aber ich sehe, das ist ein Riesen, und das ist auch ein Muster, das ist der Elefant, der halt immer diesen anderen Weg gegangen ist und wir zeigen hier dir einen neuen. Und der kann sowas von bereichernd und spannend sein. Und ganz häufig Tierhalter, die das dann beim Tier gelernt haben, die nehmen das dann auch für sich mit. Und das ist mein größtes Geschenk. Wenn ich nur jemanden habe, der das verstanden hat und für sich erkannt hat, dass er auch nicht mehr kämpfen möchte, dass er auch friedlich leben möchte und in Frieden gehen möchte mit sich und seinem Körper. Das ist ein Geschenk und dafür machen wir das auch täglich. Und jeden Tag stehen wir dafür auf. Das ist meine Vision, denn wenn wir friedlich mit uns sind, dann sind wir friedlich mit der Welt und mit den Tieren und wir fangen an zu beobachten und zu verstehen und wir suchen Lösungen und wollen nicht mehr wie die Elefantenherde einfach durchs Dorf, sondern wir schauen, können wir das Dorf umsiedeln. Oder können wir den Elefanten etwas anderes anbieten? Dem Elefanten in uns. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.